Und dort an den Wassern Babylons kam der Tag der Neugeburt Israels. Gottes Volk sagte sich los vom Götzendienst und erfasste vielleicht zum ersten Mal seine eigentliche Bestimmung. Und Jahwe erbarmte sich über sein Volk und schenkte ihm ein neues Herz und einen neuen Geist. Und er erweckte den Geist des Kyros, des Königs in Persien, dass er ausrufen ließ durch sein ganzes Königreich und sagen: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch seines Volkes ist, mit dem sei der Herr sein Gott und er ziehe hinauf. Als der Herr